siehst du scheiße aus. Ihr Hund, wunderschönen guten Morgen. Ihr seht mich, ich bin gut verschlafen. Es ist 6 Uhr morgens und der Anzug wollte ich schon sagen. Der Umzug steht an. Schaut einfach mal da draußen, Alter. Es ist neblig as fuck. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf jeden Fall ist es neblig as fuck. Sehen wir nicht mehr. Jawohl. Genau. So, okay. Meine Bude schaut aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Und also das ist ja hier noch, habe ich gepennt jetzt. Das war so der letzte Rest vom Schützenfest. Ich zeige euch mal kurz die Bude hier. So. Hier im Gang steht auch nicht mehr so recht viel, eigentlich nur noch Kartons und alles, ne? So wie es gehört. Küche, auch Kartons, ich zeige es euch mal kurz. Eigentlich hier nur noch Kartons, alles aufgeräumt, Schränke sind leer, außer der Kühlschrank, da ist noch was zum Süffeln drin. Und das Allerschönste ist jetzt das Schlafzimmer, einfach mal leer, komplett leer, ne? Kleiderschrank auseinandergefetzt, Bett auseinandergefetzt und alles so und drum und dran. So, und das Bad natürlich noch. Jetzt seht ihr auch mal meine Wohnung, so wie sie mal ausgeschaut hat. Mein Klodeckel zu machen. Unangenehm, nein, Spaß. Da sind noch ein paar Sachen drin, die ich jetzt waschen muss. Bad, sonst hier noch Schrank, dies, das und hier Spiegelschrank und so. Und Waschmaschine und Handtücher, oh mein Gott. Das war jetzt bis jetzt meine Bude. Wir werden heute einiges dann hochtragen in die neue Bude. Werde dann noch einen Boden verlegen müssen und so. Aber das werdet ihr auf jeden Fall alles noch sehen. Ich würde mal sagen, ich mache mich jetzt ein bisschen fresh. So scheiße, wie ich ausschaue, muss das mal gemacht werden. Und dann geht's ab auf die Fahrt, den Transporter holen. Und bis dahin würde ich sagen, lasst mir ein bisschen Zeit. Ich mache mich frisch. Wir sehen uns gleich, ja? So Leute, das Auto ist geholt. Jetzt sind wir auf dem Weg zu meiner Bude, dann wird ausgeladen, die Bude ausgeladen und das Auto eingeladen, so rum. Ich würde mal sagen, genießt ein bisschen die Fahrt, die ist noch etwas länger und ich zeige euch ein bisschen die schöne Umgebung, hier gibt es einiges zu sehen. Hier gibt es nichts viel Prickelndes. Wir sehen uns gleich dann in meiner Bude und ja, bis gleich. So, also wie gesagt, wir sind angekommen und der Laderaum ist einfach mal riesig. Gönnt euch. Sau riesig. Ohne Scheiße, ich glaube fast 5 Meter lang oder so. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und ja, gucken, wie es so wird. Bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall jetzt viel zu schleppen. Wird lustig. Dicker Bars. Geh mal raus, Amanak. Das Rohr holt mein Ding. Ich glaube, dein Rohr wollte eher an das Ding. Nein. So schaut's aus. So Leute, wir sind da. Haben auch schon einiges hochgetragen. Wie ihr seht, hier steht schon einiges voll. Die Wohnung zeige ich euch später mal. Aber wir sind übelst fertig, Mann. Die Treppen sind einfach nicht mehr normal. Das wird auf jeden Fall das Wohnzimmer. Dann haben wir hier einen Riesengang. Da hinten ist der Eingang. Hier gegenüber vom Wohnzimmer. Die Küche. Richtig nice eigentlich. Ausblick ist auch cool. Kann man eigentlich nichts sagen. Jetzt der Ausblick von der Küche. Gehen wir mal ein bisschen durch jetzt schnell. Wollt ihr bestimmt wissen, wie es ausschaut. Wie gesagt, Gang. Hier Zimmer von meinem Kollegen. Mit Durchgang. Das wird mein Zimmer. Auch ziemlich nice eigentlich. Kann man nichts sagen. Wie gesagt, hier der Gang. Und hier noch das Bad. Ganz chillig.
Alter, wir sind so am Schwitzen. Das glaubt ihr gar nicht, Leute, Mann. Andi steht gerade hinten, der Strahlemann, man sieht ihn gar nicht richtig. Alter, wir sind so am Sweaten, Mann. Wir sind jetzt gerade mal 50% haben wir ungefähr. Knapp die Hälfte haben wir jetzt hochgetragen und die Bude ist aber noch nicht voll, gönnt euch mal. Hier haben wir jetzt ein paar Kartons abschließen. Das Wohnzimmer wird schon voller, im Gegensatz zu vorhin. Ist auf jeden Fall schon mehr drin. Und was wir gerade hochgehievt haben, besser gesagt, ist die Waschmaschine. Obwohl sie nicht so schwer ist. Die wiegt 3 Zentner, ich schwöre, hier. Das brillante Teil davon hat mir. Ich pack's nicht mehr an da. Also falls keine Videos mehr folgen oder keine Vlogs, ich bin dann gestorben auf der Treppe oder so. Ihr lehnt nicht am Abnippeln. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Ein bisschen schwitzen, man tut ja sonst nichts und auf meinem T-Shirt steht schon, don't give up. Wir geben auf. Nein, also wie gesagt, wenn wir fertig sind, seht ihr das Endergebnis. Also, wir sind jetzt fertig. Die Bude ist gerammelt voll. Es sind 110 Quadratmeter und davor hatte ich 55 und die Bude ist trotzdem voll, ich verstehe es nicht. Wir beide sind geschafft. Heftiger Typ. Ist so. Also wir sind echt fertig, jetzt guckt euch mal die Wohnung an, pass auf. Das ist der Gang. Hier. Einfach mal alles voll. Ich gehe mal aus dem Bild, dann seht ihr das besser. Wir gehen mal zur Haustür rein, ja. Das ist der Treppenaufgang. Schön tief, ja. Dritter Stock, gönnt euch. Jetzt gehen wir mal rein. So kommt man rein. Hier schon mal alles voll. So sieht der Gang jetzt aus. Der ist riesig. Der Gang hat 20 Quadratmeter. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da abgeht. Dann gucken wir mal ins Bad. Hier, okay, hier steht ein Schrank vom Wohnzimmer. Keine Ahnung, was der hier macht. Waschmaschine, Badmöbel. Ja, sonst Kleinigkeiten. Dann kommt wieder ein Gang zurück. Läuft, läuft bei dir, Digga. Andi chillt erstmal eine Runde und das ist das Wohnzimmer. Es steht einfach mal gerammelt voll. Und das Wohnzimmer hat auch 20 Quadratmeter ungefähr. Gefühlt noch einer frei zum Laufen, genau. Aber das Ganze wird auf jeden Fall noch reguliert. So, hier kommt man gerade so durch. Muss man schon klettern. So, und die zwei Räume, das ist nämlich das Problem, was wir jetzt haben. Die zwei Räume hier müssen erstmal so gut wie frei bleiben. Denn, wo ist der Lichtschalter? Mal gucken. Nein, der geht nicht. Schön. Den nehmen wir den hier. Die zwei Räume müssen frei bleiben, weil da wird noch Laminat gelegt. Ich weiß bloß nicht, ob ich das heute noch mache. Bin ich mir unschlüssig. Ja. Wie gesagt, steht alles voll. In der Küche ist auch schon ein bisschen was angebracht. Und die chillt immer noch hier. Ich glaub's dir, Mann. Dann geht's genauso. Aber hier Küche ist auch noch einiges los. Aber ein Special habe ich noch für euch. Und nein, das bin ich nicht. Das bin ich nicht, der verschwitzte Lackaffe, sondern meine Kammer des Schreckens. Erstmal hier, ja. Ich guck mal ein bisschen hier so rein. Eine Kammer, okay. Jetzt erstmal suchen wir den Lichtschalter. Wo ist der Lichtschalter? Seht ihr das? Dieser kleine Pissschalter hier. Da, dieser Pissschalter. Ist der Lichtschalter für die Kammer. Der ist total versteckt. Ich glaube, der Vorbesitzer hat hier irgendwie Leichen vergraben oder so. Aber jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal rein und was sehen wir da? In der Kammer ist noch eine Kammer. WTF. Okay, jetzt machen wir die mal auf. Einmal, zweimal. Und machen wir auf. Gut, hier ist wieder dunkel. Lichtschalter, diesmal nicht ganz versteckt. Und wir haben nochmal einen Raum. Ja, moin. Ja, was willst du dazu sagen? Hier ein Schrank davor gestellt, hinter der letzten Tür und würde keiner mehr sehen, was hier abgeht. So, machen wir nochmal zu. So. Gehen wir wieder raus und da ist der Andi. Ja moin. Nee, also ist eine geile Bude. Jetzt wisst ihr schon mal, wie es ausschaut, ungefähr. Und es gibt noch mal eine richtige Roomtour dann später, aber erst wenn die Bude fertig ist. Ich glaube, das versteht ihr auch. Jetzt wird erstmal Laminat gelegt, Wohnung aufgebaut und wenn es dann fertig ist, kriegt ihr noch ein Video. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Wisst ihr ja. Phrasen! Phrasen! Wir gehen jetzt erstmal was phrasen, wir haben es uns hart verdient. Natürlich beim Japsen. Jawohl!
Nee, wir gehen jetzt richtig fett. Chinese essen Reisnudeln mit Ente oder was weiß ich. Auf jeden Fall gönnen wir uns jetzt hart. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Schön, dass ihr es angeschaut habt. Und wir sagen mal, wir sind raus. Was nach oder so, dann kommt er zurück mit einem Meterstab, Leute. Ein Meterstab. Für die Leute, die es nicht wissen, ich werde es mal kurz einblenden, was ein Meterstab ist. Das war ein Meterstab und ja, das ist eigentlich ein Baustellenwerkzeug, hätte ich jetzt mal gesagt.